Das ist ja so wunderbar. Geht, ne? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Risiko. Achso, ja. Unglaublich, Spyro. Ja, du danke. Bist sogar besser als unglaublich, Spyro. Ja, geil, dann können wir sogar noch in einen Jump-and-Run-Level reinschnuppern. Hm. So. Dankeschön, Jäger. Geheime Herausforderung. Nein, nicht nochmal. Danke. Gut, dann schnappe ich mir jetzt einen Jump in Run und hinterher dann noch den Metro-Ring und ach, wir schaffen das schon. Jo. Du wolltest doch ganz gern das mit den Problemen mit dem Wagen, was? Genau. Das ist Windhafen. Soll ich den mal suchen? Mhm. Gut, dann machen wir das mal, weil du das bist. Yay. Ach ja, es ist schon ein sehr schönes Spiel. Das stimmt. Hier war doch irgendwo der andere Ring, ne? Also immer hier in der Ecke hier so. Nee, der ist quasi im ersten Bereich. Was ist da? Das müsste Magma-Kehl. Mm, mit der schönen Herausforderung mit den Popcorn-Kristallen. Da war ich bei Dave zu Gast. Da ist der Metro-Ring. Nee, das ist Bruchhügel. Ja, bei Bruchhügel warst du bei Dave auch zu Gast. Und für den Level kann ich dir schon mal einen kleinen Tipp geben. Ja. Mach die Aufgabe mit dem Alchemisten erst, wenn du den Kopfstoß hast. Sonst musst du die Aufgabe doppelt machen. Ja, Glut, okay. Ja, ich erinnere mich, stimmt. Ach, hier unten war noch ein Level, das weiß ich noch. Wow. Das Level Glut müsste der mit Hänsel und Gretel gewesen sein. Das ist das Gronk-Level? Genau. Da ist C für. Achso, ja, wo ist denn dann noch hier? Da ist das andere Fluglevel. Ja, genau. Wo ist denn jetzt dein Winddingens? Das ist quasi, wenn du jetzt nochmal zurückgehst. Also nicht dahin zurück, sondern nach links quasi. Ja, da rechts denn. Da. Da? Okay, dann ab in den Windhafen. Aber schon, hier sind aber jetzt mehr Level als im Sommerwald, ne? Oder? Richtig. Ich glaube schon, ne? Ja. Gut, also das schnuppern wir auf jeden Fall nochmal rein, weil ich denke, wir müssten doch so ungefähr 10 Minuten haben, wenn wir jetzt die eine Pause da rausnehmen. Ist das eine Erdbeere? Nein, das ist ein Block. Ach so, ja. Natürlich. Die haben doch alle was geraucht, die Entwickler. Okay. Weil interessanterweise hilfst du ihm quasi den Blobs in C4. Ich wollte den gerade ansprechen. Da merke ich, dass das ein Gegner ist. Toll. Ja. Schön. In einem anderen Level sind es keine Gegner mehr. Da sind es deine Freunde. Da sind denn die Vögel die Gegner. Ach, tatsächlich? Ja. Bei C4. Bombs. Okay. Feuer machen. Ach Mann, du Arschloch. So. Ah, da wird Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Vogel. Mitgevogeltem. Entschuldige bitte die Unordnung, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie das Feuer unter unseren Kesseln ausgeblasen und dann noch unser Schiff geschlossen. Naja. Wenn du das Feuer unter dem Bräulern wieder anfachst, kannst du es sicher bis zum Schiff schaffen. Der Dampf von den Kesseln wird unsere hochentwickelten Maschinen aktivieren. Das muss kesseln in den Ohren. Das muss drücken im Gesicht. Das muss zappeln unterm Schädel. Sonst taucht das nichts. Ach, wer das? Ja, genau. So, okay. Ich denke, da am Anfang habe ich wohl alles gerade eben da. Sag ich jetzt so. Dann gucken wir uns mal hier. Was bist du denn? Eine Mine. Gute Mine. Aua, da brennt's. Da brennt der Popo. Bombs. Du bist ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann, ich werde Feuer. Ah, ja geil, hier kann man ja mit der Kanone schießen. Das finde ich cool, das mag ich. Da kommen dann auch diese lachenden Minen, die man abschießen muss. Lachende Minen? Mhm, die aus einem Lavabecken kommen. Genau so eine lachende Mine ist das. Ach so. Gute Miene zum bösen Spiel. Ach, genau. Ach so, falscher Knopf. Hallo. Ach so, ich kann die Höhe verdrehen. So war das. Bestimmt. Das war zu tief, zu hoch. Und das ist genau zu... Und das ist genau richtig. Ja. So, kann ich das Ding eigentlich auch abknallen? Ja. Ach, musst du sogar. Sehr schön. Ich könnte sogar den Feuerwehrmann töten, ne? Ja.
Na. Na. Na, noch ein bisschen weiter. Was? Komm her. So, ich guck gerade, ob ich von hier aus noch irgendwas treffen muss. Ein Genie. Nie. Ach, das. Das ist ja schon die Bahn, sehe ich gerade da hinten mit. Obwohl, den da hinten kann ich auch treffen, ne? Der da fliegt. Also da gibt es noch eine andere Kanone, die eher dafür geeignet ist. Okay, ich guck doch mal eben. Da will er jetzt den Skill rausholen. Nee, das hat mit Skill ja nicht viel zu tun, gerade was ich hier mache. So. Okay, reicht. Hätte er klappen können. Da fallen aber keine Edelsteine oder so raus aus den Minen, ne? Nö. Nö. Schade. Ach so. Ah, die muss auch noch kaputt machen. Wen? Da war gerade noch eine Mine. Ach, da war noch eine? Hm. Die hab ich nicht gesehen. Hinter dem Hügel quasi. Ach da, hallo mein Freund. Du grinst immer so doof. Dann machen wir dich tot. Weil du so schön grinst. Mensch, brauchst du nur noch 14 Edelsteine. Und dann? Dann haben wir ein gutes Geburtsjahr. Und da habe ich doch gar nicht drauf geachtet. Den habt ihr getroffen? Nee, das siehst du, wenn du unten rechts die Anzeige hast. Ach so, stimmt. Jetzt ist er tot. Tja, und nur ist er tot. Hat sich die Kugel gegeben. Eigentlich habe ich ihm die Kugel gegeben. Das stimmt. Da ist er denn dort verendet. Das Miststück. Da komme ich ja von da oben erst anscheinend ran, ne? Oder du kannst das auch noch mit der Kanone machen. Was, da hochkommen? Achso, oder? Nee, Moment mal. Du kannst eigentlich auf die... Ja, ja. Auf die Plattform und dann von da aus darüber schweben. Das müsste eigentlich gehen. Ich guck gleich mal. Mhm. Jetzt bräuchte ich eigentlich einen Fünfer. Das wäre sehr cool. Ach, den könnte ich jeden Tag gebrauchen. Ein Fünfer? Mhm. Und? Jawohl. Jawohl! 1985! Ja. Hallo, du Arsch! Da brauchen wir als nächstes noch die 91 und dann die 97. Ja, kriegen wir auch noch hin. Und das Wichtigste ist erstmal geschafft. Aber die 90? Ja. 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 Aber immerhin. Mindestens guck. Die 97. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Genau. So. Du wolltest mir jetzt gerade was sagen, dass ich da noch hinkomme irgendwie, ne? Genau. Yay. Upsala. Ich mag, dass wir da so aus dem Wasser geschossen kommen. So, was wolltest du jetzt? Von hier aus darüber schweben, meinst du? Genau. Oder? So, das ist aber höher, ne? Ja, oder? Das geht ja mit ihm. Ah, okay. Schweb. Also, der Schweb-Move. So Englisch-Deutsch wieder. Hey, jetzt haben wir 2017. Ja, ey, geil. Ich kann aber auch Edelsteinzahlen würfeln, das ist unglaublich. Ja, ne? Also die besten Zahlen hat man in diesem Part. Ja. So, da kann ich auf das Boot. Doch. Nette Grüße natürlich noch an den Dave, ne? Auch von mir aus, ja. Genau. Von mir aus. Von mir aus auch, ja. Ach, schön. Und jetzt rausspringen. Das ist geil. Spark. Oh, ist hier eigentlich was? Ja, Feuer. Oh, Feuer. Ich habe Feuer gemacht. So, jetzt bin ich mal nicht ganz so schnell, dass ich nicht gegen das Segel fliege, dann passt das auch. Oh. Dass du nicht gegen das Flegel siegst. Genau, dass ich nicht gegen den Flegel sieg, das ist ja auch gemein. So, da sind Städel ein. Ja. Okay. Alles gut. Oh, ein Leben. Mittlerweile kann ich die gut gebrauchen. Jo. Kann man immer gut gebrauchen. Ja, aber ich sterbe ja halt so viel, deswegen. Hallo, eine Aufgabe. Ach so, der fliegt. Tiefer stellen. Nur auf Dauerfeuer hier. Bam. Ich war weg. Das sind zwei hier, okay. Mhm. Also noch mehr. Hm. Durch. Der ist auch durch. Und noch einer, okay. Dann hast du schon mal 6 von 8. Das ist eine gute Bilanz. Ich glaube, bei der Stelle, wo denn die letzten 2 sind, da müsste es auch noch mal eine Kiste quasi geben, die du kaputt machen kannst. Oh, die okay. Kommt erst. Oh. Au! Die Bohne! Ach, das ist eine schöne Level. Ja.
Du hast mich nass gemacht, du Penner. Definitiv. Nein. Ja. War wieder einer von Raps Nippeln. Das klingt etwas ekelig. Das klingt immer eklig. So und sowas. Da. Ja. Aber ist halt einfach so. Na, es ist einer von Raps Nippeln. Der will ich nicht so. Ja. Ich habe jetzt gerade Kopfkino, das ist nicht schön. Es tut mir leid. Ja, das glaube ich dir nicht ganz, aber okay. So, oh, da hinten, da blinzelt auch so ein bisschen was da. So. Okay. Du bist ein. Ich habe jetzt das angenommen, ja, schon. Oh, ein Leben. Ach, hier war ein Feuer. Ja. Das ist doch schön. Schiss ist doch D. So. Ach, zapp, war da wieder. So, sagst du. Was meinst du damit so? Jetzt frage ich mich schon, wo der letzte Bereich ist. Weil eigentlich, du hast nämlich den Bereich quasi noch nicht gehabt, wo der Pelikan ist, der dir den Auftrag dafür gibt, die Minen kaputt zu machen. Ja, ich bin noch nicht mit dem Level durch, oder? Da hinten muss ich zum Beispiel noch hin, das Boot da. Ja, da ist das Ende, aber es gibt ja noch so einen Lava-Bereich, sag ich jetzt mal. Der müsste innerhalb dieses Bereiches der Bahn sein, wo du dann später lang fährst. Kann ich mit dem Boot noch an... Ne, das ist jetzt die Anfangsstelle. Kann ich noch woanders hin, okay? Ja. Also da kannst du zurückfahren. Ja, das ist ja... Ich dachte woanders, also... Nee. Ja, du musst ja zurückfahren. Danke. Gibt's hier noch was? Ja. Müsste. Okay, dann geh ich hier zurück. Ich weiß gar nicht, ob rechts irgendwie... Genau da. Die Stelle war nicht. Da war ich nicht. Nee. Das gibt's ja wohl nicht. Hallo. Die Landratten haben den ganzen Hafen mit Stachelminen übersät. Ach, wenn du sie wegräumst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Venusmuschel gefunden habe. Ah ja. Schieße. Ich mache Schieße. Zack. Dann machen wir die auch noch tot. Ja, oder? Und die Kiste. Ah, die kriegen wir auch. Ah, eine haben wir. Jetzt haben wir schon eine Maine. Ja. Danke, Spyro. Hier ist bitte. Die Kugel, die ich dir versprochen habe. Das ist sehr nett von dir. Wenn immer noch Muschelsaft dran ist. Wie? Ich hatte erst was anderes verstanden. Aber nein, nein, ich sag jetzt nichts. Nein, 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 nein. Du weißt doch gar nicht, was ich verstanden habe. Doch, weiß ich. Nein, weißt du gar nicht. Doch, ich habe nämlich genauso ein krankes Gehirn. Vor allem, wenn das so ein Pelikan in einem Kinderspiel zu einem sagt, würde ich mir Gedanken machen. Ne? So, wie komme ich denn jetzt an die Stelle hin, wo das... Ah! Da musst du zurückgehen, quasi wieder an den Anfang. Okay. Von die Level. Ist jetzt noch, ist immer noch kaputt, ja? Ja. Ne? Das machen wir nämlich noch eben. Und dann würde ich sagen, trauen wir uns mal und machen einen Cut. Hier bin ich richtig, ja doch. Denn es könnte sein, dass sie bekleidet ist, weil das, das, ja, oh Gott, das, es wird Zeit für eine Pause. Ja. Nein, das könnte sein, dass, was soll ich jetzt überhaupt sagen? Dass sie bekleidet ist, ja. Nein, eben nicht. Da sind sie. Dass sie eben nicht bekleidet ist, ja, okay. Das ist passt. Von der Zeit her, dass wir vier Parts haben. Mein Gott, jetzt. Du bringst mich ganz durcheinander mit deinen komischen Anspielungen hier. Ah, das ist mein Job. Das ist richtig. So, jetzt müssen wir praktisch zur nächsten Stelle. Da, wo das Ende, sagtest du, ist. Da kommt ja doch die Aufgabe mit dem Wagen. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, ob ich mich da auch so anstelle wie der Dave. Bin gespannt. Weiß gar nicht, hast du schon 14 Seelen? Das sehe ich auf Start? Nee. Doch. 13 habe ich. Okay, mir fehlt also eine. Richtig. Ja, dann kannst du den Powerpunkt benutzen, wo es denn quasi dahin geht. Wo finde ich denn noch einen Typen? Müssen wir gleich mal gucken, wo wir noch einen Gegner übersehen haben. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Der Rick ist dann auch noch da. Ganz genau. Und veranstaltet noch mehr Blödsinn. Richtig. So soll es sein. So kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.